Also, ich freue mich sehr, dass ihr alle so pünktlich zu unserem Hauskreis gekommen seid. Dann können wir ja auch direkt anfangen. Ich habe hier ein paar Süßigkeiten vorbereitet. Da könnt ihr euch gerne bedienen, auch zwischendurch, ne? Ach, nein, Nein, lass mal, nein, das kommt ist gerade vom süßes, Haus, Salziges. passt schon, ich hab schon. Nein, das könnt ihr ruhig machen. Ich nehme jetzt auch was. Okay, aber Achso, nur ein ah bisschen. nee, ich Ja, esse nee, doch dann was. nehme ich auch was. Ja, ich würde dann vorschlagen, wir machen das so wie in den letzten Wochen, dass wir einfach am Anfang eine kleine Austauschrunde machen und sagen, wie es uns so persönlich geht. Ich glaube, dass unser Hauskreis schon ein Ort ist, an dem man gerne auch ruhig mal seine Schwächen zugeben kann. Holly, magst du Also anfangen? mir geht es eigentlich ganz gut. Ein bisschen Stress auf der Arbeit, aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Ja, mir geht's auch gut. Wir hatten ein ganz schönes Wochenende in der Familie und ich freue mich jetzt auf den Hauskreis. Ja, nee, bei mir gibt's auch nichts Neues zu berichten. Alle gesund, Satellitenschüssel neu ausgerichtet, alles Paletti. Ja, so ist das bei uns eigentlich auch. Also wir sind alle gesund. Ich hätte natürlich am liebsten, dass der Tag ein paar mehr Stunden hätte, damit man all die Dinge erledigen kann, die so anfallen. Ja, aber ansonsten doch. Ist bei uns alles in Ordnung. Ja, dann lass uns doch einfach in der Bibel weiterlesen, wie auch beim letzten Mal. Wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Und da wird es jetzt bei Vers 6 weitergehen. Kann ja mal vorlesen, wenn das für alle in Ordnung ist. Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Ja, dann würde ich doch sagen, liest sich jeder den Text noch einmal im Stillen durch und dann fängt einer einfach an, etwas zu sagen, wenn ihm was aufgefallen ist. Ja? Ja, seid ihr dann soweit? Ja. Also, ich fand interessant, dass hier steht, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wieso? Es ist doch jeder voller Schuld. Ja schon, aber normalerweise spricht man da ja nicht rüber. Warum auch? Naja, da steht eben auch, wenn wir unsere Schuld eingestehen, dann ist er treu und gerecht und wird uns unsere Schuld vergeben. Ja, wenn wir sie vor Gott eingestehen. Aber wieso steht denn da, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Also im Licht zu leben hat ja offensichtlich nicht nur was mit Gott zu tun, sondern auch mit der Gemeinschaft von uns untereinander, oder? Ja, Schuld trennt nicht nur von Gott, sondern auch untereinander. Ja, genau. Und sollten wir deswegen nicht auch die Fehler uns untereinander eingestehen? Ja, wenn einer vor dem anderen schuldig geworden ist, dann sollte der das dem gegenüber natürlich zugeben. Aber ansonsten, ich meine, es geht ja auch nicht jedem was an, Finde oder? ich auch. Aber steht nicht auch irgendwo, dass einer dem anderen die Vergebung zusprechen soll? Das geht doch nur, wenn man sich auch untereinander seine Schuld eingestanden hat, oder? Aber doch nicht im Hauskreis. Ich finde, gerade der Hauskreis sollte ein Kreis sein, wo man über seine Schuld reden kann. Ich würde nämlich auch gerne mal über meine Schuld reden. Die macht mir nämlich schon ziemlich lange zu schaffen. Und ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden, aber
Der einzige Kreis, der mir einfällt, wo ich darüber mal reden könnte, das ist der Hauskreis. Was ist das denn für eine Schuld, die dich bedrückt? Ja, Holly, ich finde auch, wir sind ein Kreis, wo du über deine Schuld sprechen können solltest. Nein, ich mache mich doch nicht alleine hier zum Affen. Zum Affen? Nein, ich erzähle doch nicht als Einziger, was mich im tiefsten meiner Seele belastet und ihr behaltet eure Sachen und eure Schuld für euch und morgen erzählt ihr dann euren Frauen, oh, guck mal, was der Holly für Probleme hat. Nein, nein, das würde ich nicht machen. Holly, ich mache das nein, ich mache nicht alleine Seelenstriptease. Ich erzähle nur von meiner Schuld, wenn ihr von eurer Schuld erzählt. Wer sagt denn, dass wir Schuld haben? Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Okay, schon gut, schon gut. Also, wer fängt an? Tja, aber wir müssen uns versprechen, dass unsere Bekenntnisse diesen Kreis hier nicht verlassen, okay? Ja. Versprochen. Versprochen. Natürlich. Versprochen. Okay, also ich, meine Schuld, damit schlage ich mich jetzt schon ziemlich lange rum, ist, also, was soll ich sagen, ich hege unglaubliche Hassgefühle gegen eine bestimmte Person in unserer Gemeinde. Und das empfinde ich schon als Schuld. Ich habe auch Gott schon ganz oft gebeten, er soll mir das wegnehmen. Aber immer, wenn ich diese Person sehe, dann male ich mir ganz wilde Folterquallen aus, wie ich dieser Person begegnen könnte. Aber das ist wirklich, das möchte ich eigentlich nicht. Und das empfinde ich schon als Schuld. Und wer ist diese andere Person? Muss ich das auch sagen? Nein, nein. Ja, und ich habe seit über einem Jahr ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Das finde ich auch irgendwo, ist ja auch irgendwo eine Schuld. Also denke ich. Aber das bleibt unter uns, ja? Na gut, dann kann ich Matthias jetzt auch sagen. Ich bin ja für die Gemeindekasse zuständig und ich habe da seit einiger Zeit schon ein bisschen Geld veruntreut. Was? Ja, ich habe Quittungen gefälscht und Buchungen an Scheinkonten überwiesen. Seit wann geht das so? Seit 14 Jahren. Und wie viel hast du schon so dabei erbeutet? Etwa 200.000 Euro. Also, kann noch ein bisschen mehr sein. 2.000 Euro? Das bleibt aber unter uns, oder? 2.000 Euro stiehlst du der Gemeinde und ich soll das für mich behalten? Ich gehe zur Polizei und gleich morgen. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Lass uns das lieber vom seelsorgerlichen Aspekt sehen. Vom seelsorgerlichen Aspekt soll ich das sehen? Er bedrückt uns um 2.000 Euro und ich soll das vom seelsorgerlichen Aspekt sehen? Jetzt sage ich euch, wer mir die ganze Zeit schon ein Dorn im Auge ist in unserer Gemeinde, das bist du, Wolli, du notgeiler Bock. Ich wusste doch die ganze Zeit, dass man dir nicht trauen kann. Jetzt reiß aber mal, über deine Schulden haben wir eben auch nicht so geschrien. Ja, Hass ist aber nicht so schlimm wie Betrug. Du Ganove, ich werde dich gleich mit auf meine Liste der verhassten Brüder setzen. Und? Und Diebstahl ist nicht so schlimm wie Ehebruch und darüber haben wir eben auch nicht so rumgeschrien. Weil unter seinem Betrug niemand von uns persönlich leidet. Unter deinem Betrug leiden wir alle. Na klar, Holly leidet darunter. Denn das Verhältnis habe ich ja mit seiner Frau. Was? Habe ich das eben nicht gesagt? Was, du Schuf? Du! Du Schuf, du blöder Kerl! Du hast mit meiner Frau, das kennt ja wohl nicht, also das werde ich dich wieder. Du Mistkerl! Was ist? Wollt ihr denn gar nicht mehr wissen, welche Schuld ich mit mir herumtrage? Sag erst, ob wir etwas damit zu tun haben. Nein, es geht um mich allein. Okay, dann wollen wir es hören. Ja.
meine Schuld ist? Ich habe inzwischen schon seit über 2 Wochen schon morgens keine stille Zeit mehr gemacht. Weiter? Wie weiter? Nichts weiter. Ich habe schon seit 2 Wochen keinen Kontakt mehr zu Gott durch die Bibel und das Gebet. Und das ist alles? Alles? Das ist für mich eine große Schuld. Und dafür haben wir jetzt alle hier vor dir die Hosen runtergelassen, gehen als Feinde auseinander und deine Schuld ist, dass du 14 Tage keine stille Zeit gemacht hast? Tut mir leid. Tut mir leid. Damit können wir unsere Situation jetzt auch nicht mehr retten. Doch, ich weiß, wie wir die Situation retten können. Soll ich euch was sagen? Ich habe eben nur einen Scherz gemacht. Als ich gesagt habe, ich habe Hassgefühle gegen jemanden in der Gemeinde da habe ich das dann so gesagt. Ich hasse gar niemanden in der Gemeinde. Auch dich nicht, Wolli. Und dich auch nicht, Rolli. Gar niemand. Es war nur Spaß. Ach so. Ja, genau, nee, und das mit meinen Betrügereien stimmt natürlich auch nicht. Ich wollte nur mit meiner Schuld euch in nichts nachstehen, wisst ihr? Ja, und was ich gesagt habe, das war natürlich auch frei erfunden. Ja, habe ich doch gleich gewusst, dass ihr nur hier so ein bisschen schwindelt und da habe ich auch ein bisschen geschwindelt. Du hast also gar nicht mit meiner Frau... Ebenso wenig wie du mit den 2000 Euro. Ach so. Naja, dann hätten wir das ja nur schon mal geklärt. Was? Aber was ich gesagt habe, das stimmt wirklich. Ja, das glaube ich dir. Das passt zu dir. Ich wollte sagen, das ist sehr gut, dass du in diesem Hauskreis so offen und ehrlich über deine Schuld gesprochen hast. Ja, das finde ich auch. Ich finde überhaupt so ein Hauskreis, das ist eigentlich der Kreis, in dem man frei und offen über sich und seine Schuld sprechen können sollte. Ja, und unter den neuen Umständen ist deine Schuld ja auch wieder richtig schlimm. Findet ihr? Ja! Ja! Ja.